Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns jetzt wieder im Städtchen Gideon und da sollten wir die Gouverneurin sprechen, nachdem in der letzten Folge doch so einiges, so, lauf doch einfach die Treppe hoch, einiges herausgekommen ist, was wir nicht erwartet hatten. Redet ihr mit mir? Ohne eine ordentliche Vorstellung? Die war es offenbar Die nicht. beiden werden hier in Gideon sicher sein, Evely. Ihr habt mein Wort. Hab Dank, Gouverneurin. Ja, Evely, was ist los? Gut, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe wirklich eben erst damit begonnen, der Gouverneurin all die Geschehnisse zu berichten. Warum bringt ihr das nicht zu Ende? Sprecht mit Kesho und sagt ihr, was wir im Gewölbe entdeckt haben. Kann ich gerne machen. Ihr habt gut daran getan, diese Zwillinge nach Gideon zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass sie gut geschützt werden. Aber ist es wahr, was Evely mir gesagt hat? Sind das die Ambitionen, nach denen ihr gesucht hattet? Das glauben wir. Die Kultisten haben das anscheinend auch gedacht und Destron hat große Macht zur Schau gestellt. Ja, Evely hat mir davon erzählt. Dädrische Waffen, die als kaiserliche Schlüpflinge getarnt sind. Interessant. Was werdet ihr mit den Zwillingen machen? Sie mit Nahrung versorgen und einem Ort zum Ausruhen. Wir werden ihre Sicherheit gewährleisten. Doch was ist mit euch? Habt ihr irgendwelche Ideen, wo die verbleibenden Ambitionen zu finden sind? Oder was man wegen Vandacia und seinem Kult unternehmen sollte? Ich bin mir nicht sicher. Ich schlage vor, ihr besprecht unsere Möglichkeiten mit Evely. Für jemanden, der erst vor so kurzer Zeit aus dem Ei schlüpfte, hat sie bemerkenswert gute Instinkte und ein ebensolches Herz. Ihr müsst doch eine Meinung dazu haben, was wir als nächstes tun sollen. Ich kann auch nur raten. Ihr und Evely seid wesentlich besser mit der Lage vertraut als ich. Ich für meinen Teil werde die Schwarzflossenlegion sammeln und sicherstellen, dass die Zwillinge es warm und sicher haben. Darauf habt ihr mein Wort. Sonst noch etwas, bevor wir gehen? Wie ich schon sagte, kam kurz vor euch eine Botin. Sobald ihr und eure Partnerin eure Pläne zu Ende geschmiedet habt, solltet ihr mit ihr sprechen. Sie bestand darauf, dass sie ihre Nachricht nur euch direkt überbringen darf. Okay. Nun, wir haben zwei der Ambitionen gefunden und sie vor den Klauen des Kults bewahrt. Nun müssen wir nur noch die anderen beiden finden und uns um Vandasia kümmern. Habt ihr eine Ahnung, wie man die anderen Ambitionen oder wann das ja findet? Noch nicht, aber ich bin mir sicher, uns wird etwas einfallen. Das tut es üblicherweise immer. Nehmt bis dahin dies, euer Anteil an unserer Vergütung von Leyavin. Ich hätte die Zwillinge ohne eure Hilfe nicht finden und retten können. Habt Dank. Ja, und wir erhalten einen erfüllten Heilstab vom Set Frostbiss und ein Andenken, beziehungsweise kein Andenken, sondern eine große Verzierung, nämlich die Krone der unheilvollen Ambitionen. Während Gouverneurin Keshu sich um Destron und Kalia kümmert, müssen wir unseren nächsten Schritt festlegen. Ich frage mich, ob Hauptmann Rian Neuigkeiten über Vandasia hat. Oh, ich hätte es fast vergessen. Keshu hatte erwähnt, dass eine Botin für uns eingetroffen ist. Sie wartet darauf, eine Nachricht zu überbringen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer die Botin geschickt hat? Vielleicht Hauptmann Rian oder Ratsherr Lovidicus? Vielleicht schickten sie Neuigkeiten in Sachen Vandasia. Ich bin mir sicher, dieses Stinkgras ist immer noch dort draußen und sucht nach den anderen Ambitionen. Und wohl auch nach den Zwillingen. Vandasia wird nicht eher damit aufhören, bis wir ihm Einhalt gebieten. Stinkgras. Also gut, was soll ich für euch tun? Sprecht mit der Botin. Findet heraus, wer sie geschickt hat und welche Neuigkeiten sie uns bringt. Ich meine, vorausgesetzt, ihr seid bereit, noch eine Weile zu bleiben und weiter auszuhelfen. Im Grunde könnte man ja sagen, dass ihr den Auftrag, für den Hauptmann Rian euch angeworben hatte, bereits erfüllt habt. Also, was sagt ihr? Ich möchte diese Sache bis zum Ende mitmachen. Ich werde mit der Botin sprechen. Die Botin wartet gleich da drüben. Sprecht mit ihr und findet heraus, was sie uns gebracht hat.
Habt ihr irgendeine Ahnung, wer die Botin geschickt hat oder worum es in der Nachricht geht? Nein, hat sie nicht, hat sie doch gerade gesagt. Nein, ich habe auf euch gewartet. Außerdem wurde ihr aufgetragen, euch die Nachricht persönlich zu überbringen. Ihre Anweisungen diesbezüglich waren wohl sehr deutlich. Oh Mädel, das haben dir jetzt zwei Leute gesagt, ja? Dieser Brief ist für euch, Söldnerin. Ja, lest das Schreiben der Botin. Ich rede erstmal mit ihr. Mir wurde gesagt, ich soll darauf achten, dass dieser Brief euch auch erreicht, Söldnerin. Ich soll hierbleiben, um sicherzustellen, dass ihr ihn auch gelesen habt. Wer hat euch angeheuert, mir den Brief zu bringen? Er hat sich mir nicht vorgestellt. Er gab mir einfach den Brief und meine Anweisungen. Zusammen mit einer großzügigen Goldsumme. Der feine Herr hat allerdings gefragt, ob hier irgendwo Schlammkrabben-Gulasch serviert wird. Mehr Worte haben wir nicht gewechselt. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Steht das auch im Schreiben drin? Okay, es steht nicht im Schreiben drin. Aber schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, bevor der oder diejenige sich jetzt offenbaren könnte, wer der Bote gewesen, nicht der Bote, der Bote steht ja vor mir, wer der oder diejenige gewesen sein könnte. Verzeih mir meine Vorsicht, aber es wimmelt nur so vor neugierigen Augen. Ich habe Informationen, die ich euch unbedingt mitteilen muss. Dinge, die ich seit unserer Zeit in dieser seltsamen Ruine erfahren habe. Kommt zum Amnishaus im Süden Gideons. Nur ihr und die Waldelfin. Erzählt niemanden sonst davon. Ich bitte euch hierbei um eure äußerste Diskretion und um euer Vertrauen. Es werden nicht alle von der Aufrichtigkeit meiner Absichten überzeugt sein. Muss ich schreien? Kann ich nach... Nun? Was ja. Steht in dem Brief? Ist ja gut. Kann ich nachempfinden, also warum er das sagt. Oh, ich kann heute nicht mehr reden. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie einen Knoten im Hals. Es geht mir zwar schon wesentlich besser mittlerweile, aber irgendwie... Ich weiß nicht, mit Reden habe ich es immer noch nicht so. Nun? Stand etwas Wichtiges in dem Brief? Der Brief ist nicht unterschrieben. Er bittet darum, dass wir zum Amnis-Herrenhaus auf der Südseite der Stadt kommen. Allein. Ein anonymer Brief, der uns auffordert, allein zu einem gruseligen alten Herrenhaus zu kommen? Das ist ja gar nicht verdächtig. Nun, ich schätze, wir haben keine besseren Spuren. Ich werde euch dort treffen. Keine Sorge, Evely, dir passiert nichts. Komm mal rein, damit ich raus kann. So. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Als sie das so schön gesagt hatte, die Botin. Ach ja. Mein Gehirn funktioniert noch. Meine Zunge bzw. mein Mund heute irgendwie nicht mehr so. Das ist das Haus, oder? Komm ich da? Wird auch Zeit. Ich befürchtete schon, ich hätte die falsche Botin angeworben. Nein, nein, alles gut. Dann habt ihr meine Nachricht also erhalten? Ich hatte schon Sorge, eine unfähige Botin angeworben zu haben. Ihr wisst schon, die Sorte, die das Gold nimmt und den Brief auf den Misthaufen wirft. Ich musste im Lauf meines Lebens schon ein paar von denen ausschalten. Die sind dann an den Falschen geraten. Euer Brief hatte erwähnt, ihr habt Informationen. Ihr kommt ohne Umschweife zum Geschäftlichen, was? Ich fragte mich nur, ob ihr im Ei und Hammer mal den Sumpfaal in Brombeerweinsauce probiert habt. Das soll die Spezialität des Hauses sein. Wie dem auch sei. Wann das ja? Ich habe einmal nachgebohrt und bin auf etwas gestoßen. Das Amnisherrenhaus. Wo ist denn die Verbindung zu Wann das ja? Nun, ich habe nachgedacht. Ein Kult wie die erwachende Flamme bezahlt sich nicht von allein. Er braucht reiche Gönner, habe ich nicht recht? Natürlich habe ich das. Wie dem auch sei. Martus Amnis. Er ist ein bekannter Unterstützer Vandasias. Und insgeheim ein Dagonist. Großzügig noch dazu, wie ich gehört habe. Und was werde ich hier finden? Hey, ich kann ja nicht alles machen. Durchsucht das Herrenhaus. Man munkelt auf den Hinterhöfen, dass etwas Großes geschehen wird. Irgendeine Art von Anlass. Und da stinkt alles nach Vandasia. Vielleicht gibt es hier etwas, was euch darauf hinweist. Okay, Elam, dann vielen Dank für die Hilfe. Wo ist eigentlich Evely? Ist die immer noch nicht da? Hallo? Ich dachte, die wollte auch kommen. Entschuldigt, dass ich so lange brauchte, um herzukommen. Sehen wir uns um. Ich habe Träume. Hat die mich jetzt erschreckt? Und ja, das war jetzt irgendwie komplett passend zu dem, was ich gesagt habe.
Oh, Moment, die Sachen sind nicht geklaut. Das nutzen wir doch direkt mal aus. Vor allen Dingen auch, weil wir ja Basti dabei haben. Ne? Der meckert sonst immer nur rum. So. Also. Martus, habt ihr eure Einladung erhalten? Die Veranstaltungen des Ratsherrn Vandazia sind stets spektakulär. Und mir wurde zu verstehen gegeben, dass diese ganz besonders außergewöhnlich sein wird. Ich bin nun schon fast so lange wie ihr ein überzeugter Unterstützer des Ratsherrn und seiner Unternehmungen. Und wir beide gehören dieser höchst besonderen sozialen Organisation an. Ich hatte schon immer vermutet, dass unsere Bemühungen zu etwas führten. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass die Wahrheit sämtliche Fantasien der letzten Jahre in den Schatten stellen wird. Eins noch. Wisst ihr, was in Saivitos Anwesen vor sich geht? Bei seinem Haus am Dunkelforstsee? Aus irgendeinem Grund hat Vandazia sich offenbar entschlossen, vor seiner nächsten Veranstaltung unterzutauchen. Und Gerüchten zufolge hat er Zuflucht bei Gracians Salvito gesucht. Wenn Salvito von Vandazias Überraschung erfährt, bevor wir das tun, werde ich höchst verstimmt sein. Ich freue mich darauf, euch bei der Veranstaltung zu sehen. Während der Reise können wir uns dann ausführlich austauschen. Euer Bruder im Erwachen, Moris. Vandazia könnte auf dem Salvito-Anwesen am Dunkelforstsee sein? Hm. Doch über welche Art von Ereignis reden Sie da? Da bin ich mir nicht sicher, Evelyn. Da bin ich mir nicht sicher. So, sollen wir jetzt nach oben oder sollen wir jetzt nach unten? Ich gehe erstmal nach oben. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Dass wir hier gleich irgendeinen überraschen oder sowas. So, Begleitschreiben zur Einladung. Ihr seid hiermit herzlichst eingeladen zu einer höchst besonderen Veranstaltung im Kreise eurer Brüder und Schwestern unseres herausragenden und exklusiven Ordens. Der gnädige Ratsherr Vandazia wird uns ein geschichtsträchtiges Spektakel präsentieren, dessen Gleichen die Welt noch nicht gesehen hat. Er möchte, dass ihr an den Festlichkeiten teilhabt. Beiliegend findet ihr eine besondere Münze sowie genaueres bezüglich Anreise und Unterkunft. Bringt Bekleidung für ein mehrtägiges Fest mit, einschließlich formeller Kleidung und eurer Ordensrobe. Und vergesst die Münze nicht. Sie sichert euch die Überfahrt zum Ort der Veranstaltung. Möge das Feuer nie zaudern und möge die Flut nie versiegeln. Hm, das ist nur das Begleitschreiben. Die eigentliche Einladung fehlt. So wie die Münze. Die ist bestimmt hier drin. Der Schrank ist leer. Sieht aus, als wäre Amnes schon zu diesem Ereignis aufgebrochen. Was immer es ist. Ich denke, das ist alles, was wir finden werden. Sehen wir uns noch einmal die Beweise an und versuchen wir herauszufinden, was hier vor sich geht. Dieser Brief von Amnis deutet an, dass Vandazia zum Salvito-Anwesen gereist ist. Genau. Hier steht, es liegt am Dunkelforstsee. Darin wird auch eine Art Anlass erwähnt. Und ich glaube, sowohl Amnis als auch der Absender dieses Briefs gehören zum Orden der Erwachenden Flamme. Echte Dagonisten hier in Gideon. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Anlass klingt, als würde Vandazia planen, seinen Anhängern etwas Besonderes zu offenbaren. Ich habe mir das Gleiche gedacht. Könnte er vielleicht die anderen beiden Ambitionen gefunden haben? Und sind die auch Personen? Angeknackste Eicheln. Bei Geheimnissen kriege ich immer Kopfschmerzen. Ich habe lieber klare Ziele, die ich mit Pfeilen spicken kann. Wir haben auch einen Teil einer Einladung gefunden und bemerkt, dass sein Kleiderschrank leer war. Klingt, als würde man für diesen Anlass eine Reise unternehmen müssen und eine besondere Münze brauchen. Da wir weder Münze noch Einladung haben, sollten wir zunächst zum Salvito-Anwesen reisen. Ich glaube, es liegt nördlich von Gideon am Dunkelforstsee. Wir treffen uns dort. Nun gut, wir sehen uns dort. Okay, ich habe zwar absolut keine Ahnung, wo das sein soll. Aber wir schauen mal. Das ist hier oben. Ja, dann reise ich da mal eben schnell hin. Wo ist denn der Wegschrein jetzt von hier aus? Oh. Ein bisschen eng für Leute, die auf Reittieren reiten, muss ich sagen. Aber passt schon alles. Man muss ja auch nicht unbedingt im Galopp hier laufen, so wie ich es gerade tue.
Och ja, am Wegschrein kann man wieder nicht reiten. Verstehe ich bis heute noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Warum das an den Wegschreiben einmal geblockt ist. Noch weniger, muss ich zugeben, verstehe ich, wenn man durch Schattenfen reist, dass man ja, immer wieder automatisch absteigt an den Wegschreien. Also das geht mir so richtig auf die Nerven. Jedes Mal, wenn ich in Schattenfen bin. Gibt es hier auch einen Eingang? Ja. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Leute. Ich würde nur gerne erstmal... Ah, da ist ein Eingang. Wir sind am Anwesen. Ich weiß nur nicht. Wir treffen uns wahrscheinlich am Eingang, so wie es aussieht. Also drinnen an der Tür, so wie es aussieht. An diesem Ort wimmelt es von Kultisten der erwachenden Flamme. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, wir sind vorsichtig. Ja. Wir reiten rein. So. Bringt mein Gepäck zum Anleger. Schnell. Ich will mit der Flut in See stechen. Ach, da oben. Das ist mein Haus. Geh raus aus meinem Haus. Eindringlinge, haltet sie auf. Jetzt rennt er natürlich genau da rein. Blöder Penner. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt ernsthaft durch das Fenster durchgesprungen hier? Geht hinter das Haus herum, also... Achso, hier kann ich gar nicht runter. Wieso kann man hier nicht runter? In meinem Haus kann man auf beiden Seiten hoch und runter. Sauerei. Warum haben die das besetzt? Und warum steht das rechts drin, obwohl der ja links rumgelaufen ist? Geh mal hier rum. Oh, Hallöchen. Der ist hinten. Nee, der ist hier vorne. Ach. Haltet sie auf! Ich muss mein Boot erreichen! Das wäre erledigt, denke ich. Der Basti, warum sagst du eigentlich nicht, dass hier noch ein Sack rumsteht? Ich denke, du bist hier mein Sackerschnüffelungs. Meine Sackerschnüffelungsnase. Bleibt zurück! Lasst mich gehen und ich gebe euch, was immer ihr wollt! Da ist er, Gratian Salvito. Bringt ihn dazu, euch alles zu erzählen, was er weiß. Alter! Hat mein Basti den gerade gemacht da hinten? Das sah zumindest so aus. Basti, du hast ja ganz neue Talente auf einmal. Was wollt ihr? Edelsteine, Goldjuwelen? Was immer ihr auch wollt, es ist euer. Nur tut mir nichts an! Ich will ja nichts sagen. Ich bin gerade ein bisschen... der sieht, ohne Scheiß, der sieht doch hundertprozentig aus wie Bastian. Nur eine andere Haarfarbe und der hat hier vorne so ein Bart. Ja gut, das Gesicht ist leicht verändert. Also die Schnute so nach unten. Aber der sieht doch aus wie der Bruder von Bastian. Ja. Grazia Vandassia, wo ist der? In Ordnung, ja. Vandassia war hier. Er machte eine Stippvisite mit seinem neuen Schützling. Aber er ist lange weg. Vielleicht könnt ihr ihn noch einholen, wenn ihr euch beeilt. Sein neuer Schützling? Also, eigentlich Gefangener. Er machte kurz Halt, um ihn vorzuführen. Er gab mir einen kleinen Vorgeschmack auf das große Ereignis. Bitte, ich sollte euch nichts davon erzählen. Das widerspricht unserem Kodex. Erzählt mir mehr von diesem Anlass. Wo ist er und wie komme ich dorthin? Niemand außerhalb des Ordens darf... In Ordnung. Ich merke schon, dass man mit euch nicht reden kann. Nehmt meine Einladung und meine Münze. Ihr werdet beides brauchen, um an Bord des Schiffes zu kommen. Die Unheil. Sie sticht sehr bald vom Anleger in Leerwin aus in See. Ich bin eine Assassine. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Was haben wir denn hier? Kommt zum Orden der erwachenden Flamme. Die Welt lebt vom Chaos und zum Chaos wird sie zurückkehren. Ihre Zerstörung ist unvermeidbar, aber aus der Asche einer Ruine wird sich eine neue Welt erheben. Wenn ihr diese Ansichten teilt, wenn ihr daran interessiert seid, die Vorteile von Naturkatastrophen für die Umwelt zu diskutieren... What? Oder wenn ihr euch einen Platz in der neuen Welt verdienen wollt, die da kommen wird, dann heißt euch der Orden der erwachenden Flamme herzlich willkommen. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang. Bringt einen Umhang mit. Die Vorteile von Naturkatastrophen, Schätzelein, ich
wollte das nur mal kurz lesen. Ich wollte jetzt hier nicht die ganze Zeit... Also ich wollte jetzt nicht mit dir ablegen oder so. Was passt hier denn eigentlich hin? Ach, da ist er. Ein Schiff am Anleger von Leyavin? Wo hält denn Vandasia sein Ereignis ab? Und er hat einen Gefangenen? Das klingt, als hätte er eine der Ambitionen gefunden. Savito hat uns seine Einladung und diese seltsame Münze gegeben. Lasst mich die mal sehen. Was für eine seltsame Münze. Das Symbol darauf. Es sieht wie eines der Symbole aus dem Buch aus, das ich bei mir führe. Hier, ihr behaltet die Münze besser. Wenigstens wissen wir jetzt, wie man zu Vandasias Anlass gelangt, wo auch immer der stattfindet. Ihr meint also, wir sollten an Bord dieses Schiffes gehen? Auf jeden Fall. Treffen wir uns in Leyavin. Laut der Einladung braucht man für den Anlass förmliche Gewandung. Also werden wir einen Schneider besuchen müssen, bevor wir zum Anleger gehen. Ich werde euch an dem großen Baum gleich hinter dem Stadttor treffen, sobald ich mich um Salvito gekümmert habe. In Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt... Achso, in der Hauptstadt müssen wir dann hin. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt mal auf den Weg zur Hauptstadt aufmache. Dass wir uns dann allerdings in der nächsten Folge erst dort wiedersehen werden und mal schauen werden, was der Schneider denn so Schönes für uns im Angebot hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.